Ich würde sagen, es wird eine Menschheitsaufgabe sein, das große Vermächtnis unserer Wissenschaftskultur in seiner Begrenztheit einzusehen. Denn sonst bringen wir uns mit Sicherheit irgendwann um. Ich glaube, es wird immer von dem Grad der Not abhängen, in der wir in der Philosophie, also in unserem freien Fragen und Einsehen unserer Grenzen, unseren Weg durchs Leben finden. Wir werden auch alle Enttäuschungen hinnehmen müssen, die wir mit uns selber haben. Den Tod annehmen lernen, das hat uns die Natur gewaltig verboten. Und trotzdem werden wir mit dem Bewusstsein unserer Endlichkeit leben und, wie ich hoffe, zusammenleben lernen. Hans-Georg Gadamer, ein Philosoph, der ein ganzes Jahrhundert bezeugen kann. Im Zeitalter einer fortschreitenden Technisierung verstand er es, den Fragen nach dem Menschen, nach seinem Handeln und Denken neue Impulse zu geben. Heute gilt er als einer der einflussreichsten Philosophen unserer Zeit. Die Tatsache ist wohl gegeben, dass das menschliche Denken eine solche Auszeichnung innerhalb der Natur ist, dass es zugleich mit der Unheimlichkeit verbunden ist, sich nicht denken zu können, dass dieses Denken können je aufhört. Gadamers Biografie ist auch eine Geschichte der modernen Philosophie. Maßgebliche Denker wie Paul Natorp und Martin Heidegger waren seine Lehrmeister. Er selbst wurde zum Gründer einer der am meisten debattierten Strömungen der modernen Philosophie, der Hermeneutik. Warum nennen wir das aber jetzt Hermeneutik? Ich glaube deswegen, weil wir erstmals sehen, dass das in anderen Disziplinen schon vorhandene Hilfsmittel einer Lehre von der Auslegung von Texten eine viel weitere Bedeutung hat, als nur sich auf Texte zu beschränken. Oder sagen wir besser, dass es sich um den Text der Welt handelt oder vielleicht gar um den Text der Weltgeschichte, den wir auf unsere Weise auszulegen und damit mit uns selbst uns zu verständigen, die Aufgabe haben. Marburg an der Lahn. Hier kam Hans-Georg Gadamer vor 100 Jahren, am 11. Februar 1900, zur Welt. Trotz der wohlhabenden Verhältnisse im Elternhaus bleibt seine Jugend von Sorgen und Verunsicherungen nicht verschont. Der Tod der Mutter, sie stirbt, als Gadamer gerade 4 Jahre alt ist, überschattet lange sein Leben. Natürlich wird jeder Lebenslauf irgendwo einmal gesteuert durch so etwas Entscheidendes. Ich weiß das schon auch noch in mancher Hinsicht. Meine eigene Jugend war etwas schwierig durch eine solche frühen Verlust der Mutter. Und mein Vater war Chemiker
und ein sehr beschäftigter und aber auch produktiver Geist. Und als ich sozusagen heranwuchs, hatte er vor allen Dingen seine eigene Arbeit im Kopf. Ich selber hatte dann irgendwelche Freundinnen meiner Mutter und schließlich auch eine, offenbar schon bei dem langsamen Tod meiner Mutter, die an Diabetes, also an Zuckerkrankheit starb. Tja, das war natürlich alles schon Formen, in denen sich nun Ersatzformen bildeten. Mein Vater spielte eine sehr geringe Rolle. Zunächst, er war den ganzen Tag im Labor. Wenn Kinder schlafen, kam er nach Hause. Nur war es halt zunächst. Gadamer verbringt seine Jugend in Breslau in Schlesien, wo der Vater als Chemiker arbeitet. Hier besucht er das Gymnasium zum Heiligen Geist und legt 1918 das Reifezeugnis ab. Weil er als untergewichtig gilt, wird er im Ersten Weltkrieg nicht eingezogen. Stattdessen beginnt der 18-jährige Gadamer sein Studium an der Universität Breslau. Mit großem Eifer, doch noch ohne Orientierung, besucht er zunächst wahllos Vorlesungen und Seminare. Ach, ganz schön ist immer noch die erste Erfahrung, die ich mit der ersten Vorlesung meines Lebens hatte. Da fuhr ich also in die Stadt um 7 Uhr morgens, weil ich schon so begierig war auf die neue Freiheit. Und wunderte mich, als ich in den Hörsaal kam, da waren so lauter Leute mit schwarzen Anzügen. Das wunderte mich. Und dann kam der Professor, der hatte auch schwarzen Anzug. Er las Psychologie. Ach, dachte ich, das muss interessant sein. Mir fiel so ein, etwa Shakespeare. Oder ich las, war ein großer Shakespeare-Leser. Oder auch selbstverständlich Schiller. Und dann sehr bald auch Dostojewski und den russischen Roman, auch den französischen Roman, auch den englischen und so weiter. Ich war ein großer Leser. Und so schien mir dann also, als ich da, in dieser Vorlesung entdeckte ich also schließlich, dass ich da am falschen Ort war. Es passierte Folgendes, der Lehrer sagte etwas und es war William Stern, war ein bekannter Psychologe, der hatte über Kinder und ihre Zeichnungen ein paar interessante Beobachtungen gemacht und das trug er vor und demonstrierte es falsch. Ich war also 18 Jahre alt und ging nachher zu ihm hin, Herr Professor, ich habe das nicht verstanden. Das muss doch umgekehrt sein, als Sie gesagt haben. So, wirklich, Augenblick mal, Blätter. Ja, Sie haben recht. Ich bin nie wieder hingegangen. Ich war tief enttäuscht, dass ich einen Professor fand, der sowas nicht wusste. Die Erfahrung war dann, es war ein wohl anerkannter Kenner der französischen, der christlichen Scholastik. Das Ganze war eine katholische Zwangsvorlesung, um das Recht der katholischen Kirche wahrzunehmen, war es so, dass die einen Psychologieunterricht geben konnten durch einen katholischen Geistlichen. Ja, ja. An der Universität Breslau studiert Gadamer 2 Semester Germanistik, Geschichte und Kunstgeschichte. Der Philosophie kann er zu dieser Zeit noch nicht viel abgewinnen. Statt Plato und Hegel liest der junge Student lieber Shakespeare, Dostojewski oder Schiller.
Noch viele Jahre später wird in seiner Philosophie dieses ursprüngliche Interesse für Literatur und Kunst erkennbar bleiben. In Breslau noch kam ich in eine, dann durch die Empfehlung von jungen Leuten zu Richard Hönigswald, einem Philosophen jüdischer Art, der leider da natürlich auch Heidelberg, nicht nur München, wohin er inzwischen berufen war, verlassen musste und drüben gestorben ist. Ich habe ihn nicht mehr wiedergesehen, als ich zum ersten Mal mit 75 Jahren nach Amerika kam. Oder 70 Jahren, mit 70 Jahren nach Amerika kam, war er schon tot. Aber der hat mich zur Philosophie gebracht. Vorher war ich vor allem für die Germanistik, für Literatur, Roman, Lyrik, Stefan George, alles Mögliche. Die Vorliebe Gadamers für die sogenannten brotlosen Künste stieß bei seinem Vater auf Ablehnung. Er war ein anerkannter Forscher, Naturwissenschaftler mit Leib und Seele. Literatur und Philosophie als Lebensaufgabe, das war für ihn unvorstellbar. Hans-Georg Gadamer erinnert sich nur allzu gut an die enttäuschten Äußerungen seines Vaters. Ist doch sonst so ein gescheiter Bursche. Der könnte doch etwas Vernünftiges machen, was für die Menschheit nützlich sei. Stattdessen geht er zu den Schwätzprofessoren. Er hat immerhin zu Wege gebracht, dass ich den halben Wahnsinn machte, mich mit 22 Jahren zum Doktor der Philosophie promovieren zu lassen. Gadamer schreibt seine Dissertation in Marburg, wo er ab 1919 sein Studium fortsetzte. Die kleine Universitätsstadt in Hessen galt damals als Zentrum des Neukantianismus. Die Studien seines Doktorvaters Paul Nathorp über die Ideenlehre Platos werden zu Meilensteinen der modernen Plato-Forschung. In Marburg lehrte zu dieser Zeit auch Martin Heidegger, einer der einflussreichsten Philosophen der modernen Zeit. In Seminaren und Vorlesungen vertiefte Heidegger jene Seinsfrage, die ihn schon bald zur Herausgabe seines Hauptwerkes Sein und Zeit führen sollte. In Marburg fand Gadamer schließlich die großen Lehrmeister, die er zuvor vergeblich gesucht hatte. Da musste ich also eine Arbeit schreiben bei Paul Nathorp, dem herrschenden Figur dort, der ich auch sehr bewunderte, der Marburger Schule, ganz unselbstständige Arbeit über Plato. Das war aber immerhin offenbar schon so gut geschrieben und so, dass sie das annahmen. Meine Prüfung, die muss sehr schwierig gewesen sein für meine Prüfer, denn ich wusste noch sehr wenig. Ja. Aber dann begegnete ich Heidegger und dann merkte ich auf einmal, dass ich noch gar nichts konnte. Und angesichts dieser Erfahrung, die ich da machte, ließ er mich das auch sehr deutlich spüren. Es war das Verdienst auch letzten Endes von Heidegger, dass er mir sagte, Sie können überhaupt noch nichts, Sie müssen erst mal was Ordentliches lernen. Das war also die entscheidende Begegnung natürlich von ihm, aber die dann dazu führte, dass ich zunächst klassischer Philologe wurde. Ich habe dann also drei Jahre lang, das Tempo, in einem sehr großen Tempo natürlich, im Vergleich mit Jüngeren, habe ich dann Staatsexamen gemacht, in griechischen Latein. Das hat mir sehr geholfen und in dem Augenblick wurde ich dann auch von Heidegger geschätzt und hat mich dann also auch habilitiert. Mit einem Buch, mit der Arbeit, die ein Buch geworden ist, das noch heute getrennt verkauft wird. Platos dialektische Ethik heißt das.
Für den philosophischen Weg Gadamers spielt die Begegnung mit Martin Heidegger eine besondere Rolle. Heidegger führt den jungen Gadamer in die Tradition der griechischen Philosophie ein. Unter seiner Anleitung lernt Gadamer die großen Lehren der Vergangenheit mit neuen, wachsameren Augen zu betrachten. Selbst die späteren Reflexionen Gadamers über Sprache und Tradition, Hauptthemen seiner Hermeneutik, können in ihrem Entstehen und in ihren Grundzügen nur mit Blick auf den Einfluss Heideggers verstanden werden. Nach seiner Habilitation 1929 lebt Gadamer weitere 10 Jahre in Marburg als Privatdozent. Nach der Machtergreifung Hitlers versucht er, seine akademische Laufbahn fortzuführen, mit so viel Distanz wie möglich vom Naziregime. In seiner Autobiografie wird er später schreiben: Ich wollte zwar meine akademische Existenz in Deutschland retten, aber auf der anderen Seite keine politischen Konzessionen machen, die mich das Vertrauen meiner Freunde aus der äußeren oder inneren Emigration kosten konnten. Daher kam für mich ein Eintritt in eine Parteiorganisation nicht in Betracht. Es gab damals eine Art politischer Schulungskurse, die für jede Habilitation verlangt wurden. Ich meldete mich freiwillig und hatte Glück. Der Leiter des Lagers verlangte von niemandem Lippenbekenntnisse. So erhielt ich schließlich doch im Frühjahr 1937 den Professortitel. Nach seiner Ernennung zum ordentlichen Professor lässt die Berufung Gadamers auf einen Lehrstuhl nicht mehr lange auf sich warten. Obwohl ich in gar keiner Organisation der Politik war, aber weil ich innerhalb der klassischen Philologie mir einen Namen gemacht hatte, wurde ich also nach Leipzig berufen und dort, ja, konnte ich nicht mehr länger mich nur auf griechische Philosophie einlassen und machte dann noch Hegel und Ästhetik und alles Mögliche. Ich hatte während des Dritten Reichs aus Überlebensgründen, ich wollte nicht irgendeinen falschen Eindruck wecken. Ich habe so wenig wie möglich getan. Und wenn, dann war es über antike Philosophie. Aber als ich nach Leipzig kam, konnte ich nicht immer griechische Philosophie allein machen, denn ich war der einzige Philosoph. Die anderen waren teils Rassentheorie oder man weiß der Teufel, was man damals gemacht hat. Da alle in den ersten Zeiten des Naziregimes. Das hat also dazu geführt, dass ich tatsächlich eine gute akademische Karriere trotzdem gemacht hatte, nachdem ich in Leipzig Professor geworden war. Dann hat Marburg mich zurückhaben wollen. Das habe ich dann abgelehnt und blieb in Leipzig. Aber als dann der Krieg zu Ende war und ich dann da als der Unbescholtene ein Jahr lang den Rektor spielen, erst Dekan und dann ein weiteres Jahr einen Rektor spielen musste, in Leipzig und zugleich sah, wohin die Sache ging mit der russischen Besetzung, die dann eingetreten war, die nicht etwa die Schuld der Russen primär, also die russischen Herren, die dort als Offiziere waren, waren meistens gebildete Leute, denn die mussten ja Deutsch können. Ja. Das war also relativ gut, aber als dann sozusagen die Nachrückenden. Da kam also dann eine ziemlich unerträgliche Situation zustande. Und ich hatte also das Gefühl, also nie wieder Politik. Nach Leipzig lehrt Gadamer zunächst 2 Jahre in Frankfurt, bis er dann Karl Jaspers auf dem Lehrstuhl für Philosophie in Heidelberg folgt. Jaspers hatte die Universität am Neckar damals gerade verlassen, um seine Arbeit als maßgeblicher Denker des modernen Existenzialismus nun von Basel aus fortzusetzen. Das Vakuum auszufüllen, das Karl Jaspers hinterlassen hatte,
war für jeden Nachfolger eine große Herausforderung. Aber gerade der Ruf nach Heidelberg war es, den sich Gadamer am meisten gewünscht hatte. Ich liebte die Stadt, die ich ja so einige Male kennengelernt hatte und hatte überhaupt stand Heidelberg doch in einer gewissen Glorie durch viele, so Max Weber und viele bedeutende Lehrer hatte. Und habe, als ich in Heidelberg dann endlich gute, ruhige Arbeitsbedingungen hatte, da merkte ich, wie die Leute von mir verlangten. Und die Studenten erzählten mir etwa, ja, das ist immer so unangenehm, wir werden gefragt, wo wir studieren. Und dann sahen wir in Heidelberg. Und in Heidelberg? Wer ist denn da? Und da ist doch Gadamer. Nie gehört. Also ich hatte erlebt unter einem Druck meiner Studenten, die alle sehr an mir hingen. Ich würde die alle sagen, für die ist es den Grund, ich gehe nach Heidelberg, weil da Gadamer ist. Nie gehört. Also deswegen habe ich dann schließlich gedacht, ja, ich sehe das ja ein. Und Heidegger, das habe ich allerdings nicht direkt erfahren, das hat er mir nie gesagt. Aber er hat es offenbar zu anderen gesagt, ja, der Gadamer müsste ja endlich auch mal was Vernünftiges publizieren. Das habe ich also dann getan. Ich habe 9 Jahre lang grundsätzlich eine einzige Abweichung gemacht, weil sie eine besondere war, das war Löwen. Kardinal Mercier Professur, ich als Protestant auf einem katholischen Lehrstuhl, war doch immerhin auch ein akademischer Erfolg. Ja, diese Sachen sind, so ist es also gekommen, dass ich dann 9 Jahre lang daran gearbeitet habe. Immer meine Frau tapfer, da haben sie es hin. Ja, diese Ferien wird es wieder noch nichts. Denn die Ferien brauchte ich. Damals gab es noch nicht, was es heute gibt, dass ein Professor ein Semester Urlaub hat. Nein, das war alles noch nicht. Das waren diese Aufbauzeiten, in denen wir wirklich alle sehr viel gearbeitet haben. Ich habe auch sehr viel an dem Wiederaufbau von Heidelberg teilgenommen. Auch durch meinen akademischen Erfolg. In Heidelberg ist Gadamer 9 Jahre lang mit einer Arbeit befasst, die ihm eine entscheidende Rolle in der Philosophie unserer Zeit verleihen sollte. 1960 erscheint das Werk Wahrheit und Methode, in dem Gadamer eine neue Bedeutung des Wortes Hermeneutik thematisiert. In der Antike und im christlichen Mittelalter bezeichnete Hermeneutik die Kunst von Priestern und Theologen, das Wort Gottes auszulegen. Gadamer bezeichnet mit der Hermeneutik die Aufgabe der Philosophie, sich über jene menschlichen Erfahrungen klar zu werden, die der moderne Positivismus als rational unbegreiflich und wissenschaftlich nicht nachprüfbar abgelehnt hatte. Vor allem die Reflexion über den Einfluss der Tradition und der Sprache auf die Beziehung des Menschen zu seiner Vergangenheit und zu seiner Gegenwart rückt mit der Hermeneutik Gadamers wieder ins Zentrum der philosophischen Debatte. Nun, wenn das Hermeneutik ist, dann werden wir uns wohl alle darüber im klaren Sinn sein, hier sind wir noch ganz anders engagiert, als wenn wir nur sozusagen mit unserem Kopfe dabei sind. Hier sind wir mit Leib und Seele darin, mit unserer Stimme. Und was ist die Stimme? Nicht die Stimme, die der Einzelne hat, nicht diese Stimme, sondern die Stimme, die das zu Verstehende hat oder haben muss, um sprechen zu können. Man kann wohl ohne Übertreibung sagen, das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert geworden, in dem in der Philosophie die Sprache ins Zentrum getreten ist und nicht nur die Bewegung des Gedankens. Die Sprache. Freilich, was ist die Sprache? Ich würde die hermeneutische Wendung
eigentlich erst ganz vollzogen finden, wenn wir mit der Einsicht beginnen, Sprache ist überhaupt nur im Gespräch. Das Gespräch, der Dialog, wie man auch sagen kann, das ist eine Aussage von grundsätzlicher Bedeutung. Sie sagt etwas, dass wir eben nicht die Sprache, die wir sprechen, als ein beliebiges Zeichensystem miteinander gebrauchen, sondern dass wir dieses sprachliche Miteinander auch miteinander entwickeln müssen. Hans-Georg Gadamer, Professor der Philosophie und Begründer der modernen Hermeneutik, feierte am 11. Februar 2000 seinen 100. Geburtstag. Meine Beine sind eben einfach jetzt Rückwirkung der Polio in hohem Alter. Sie sind eben sehr, sehr schwach geworden. Ich bin mit meinen Armen kräftig, deswegen brauche ich zwei Stöcke, mit denen ich mich ganz gut fortbewege. Aber das ist natürlich doch immer ein bisschen ein Seiltanz. Und jeder Fall, den man macht, jeder Sturz, kann zu einer schweren Behinderung und auch einem Ende werden. Denn wenn man erst in diesem Alter mit einem gebrochenen Bein im Klinikum liegt, weiß man nicht, wie man durchkommt. Und das ist das Schlimme dran, dass ich jetzt langsam in den letzten 5 Jahren merke, wie sehr doch diese Gefahr des Fallens meine Arbeitsfähigkeit im Ganzen stört. Ja. Auch so, dass wenn ich am Schreibtisch sitze, mir das Aufstehen vom Schreibtisch, das ist eben eine Heldentat. Da tut alles weh, die Knie weh und die Hüfte weh. Und dann muss ich mit einer schwachen, halb verkrüppelten Hand etwas aus dem Regal nehmen, weil ich die rechte Hand für die Balance brauche. So ungefähr sieht das aus. Das sind nicht mehr so flüssige Arbeitsbedingungen, wie ich sie hatte. Nun verlangt ja auch kein Mensch von mir, dass ich noch immer was tue. Aber ich tue es halt gerne. So ungefähr sieht das aus. Und bei mir zu Hause ist es natürlich erst recht so, wo meine Frau nun ohnehin immer schon findet, es wird viel zu viel Rummel gemacht. Ja. Aber das ist ja auch begreiflich. Ja. Früher war ich, sie ist ja sehr schnell in allem. Und jetzt bin ich doch irgendwas von der Langsamkeit des Alters. Oder haben Sie es noch nicht gemerkt?